Servus Leute, hier ist wieder Boom Power und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit den Bayern. So, ja, also was haben wir hier noch alles so? Wir haben hier bla bla blub, blibla und blibla blub blub blub. Alter Schwede, jetzt brauchen wir dann doch vielleicht da unten mal ein ordentlich... Ja, wir bräuchten eigentlich jetzt mal so langsam ein... Ja... Jein, eigentlich nicht so wirklich. Wir bräuchten es nicht unbedingt. Ja, komm. Dann wird es hier in Athen gemacht, der Stützpunkt. Oder? Wir müssten den tendenziell eigentlich ein bisschen weiter hier außen bauen. Ja, aber das ist jetzt auch schon fast fertig. Mist. Mist, 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 Mist. Hier. Komm, drauf geschissen. Da... Ja, wobei. Ist halt so ein Ding, ne? Wir haben halt die Dampfmaschine so gut wie fertig. Ich glaube aber selbst nicht, dass wir dann schon Dampf... Doch, dampfbetriebenes Trockendock können wir dann schon machen. Ah, Hauptsache nochmal minus 2 Industrialisierung. Ja, passt. Hau rein. Oh Mann, alles minus, minus, minus. Ja, komm. Larissa wird abgerissen. Ist ja gerade eh im Abrissvorgang. Gut, wir haben wieder 9000 zur Verfügung. Und meine Truppen stehen hier schon mal so gut wie vor Tripolis, beziehungsweise Tripolitanien zur... Also die Grenze zu Tripolitalien. Wir sollten vielleicht, was hier betrifft, das ein ganz bisschen... Ja, es ist scheiße, dass wir jetzt hier über den Süden reingekommen sind, denn wir müssten jetzt eigentlich nahezu gleichzeitig mit einer Armee nach Istanbul und mit der anderen hier die anderen alle abklappern. Gleichzeitig müssten wir aber eine hier in Istanbul lassen. Oh ja, super. Hier ist schon mal gleich die Kriegsmüdigkeit da. Wunderbar. So muss das sein. Und die Unterklasse ist hier am Rebellieren. Wenn die eine Demokratie bilden, könnte es ja vielleicht sogar zu Friedensverhandlungen kommen. Wer weiß das schon? Vielleicht ja schon nächste Runde. Unser Spion darf nämlich noch ein paar Jahrzehnte laufen, gefühlt. Nein, mal ernsthaft, das dauert noch mehr als 2,5 Jahre. Und für die, die gut in Empire-Mathematik sind, 2,5 Jahre sind 5 Runden. Und 5 Runden ist die maximale Anzahl, was angezeigt werden kann. Ich glaube, die Reihenfolge ist grün, rot, blau, gelb. Und dann so ein rosa oder ein pink oder so, oder nee, nimmt das nicht für bare Münze, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß es nicht so genau. Wir können ja gleich nachschauen. Und ganz ehrlich, Leute, es ist eigentlich scheißegal. Eine Farbe danach und es ist wieder eine andere Runde. So, ich habe das jetzt einfach mal gebraucht hier. Ein Schlückchen. Ja, lauft mal darum. Macht, tut, was ihr nicht lassen könnt. Vereinigte Staaten. Genau. Ja, ist schlecht eigentlich, weil die sind alle voll protestantisch. So, jetzt hier. Oh, was machen sie? Was machen sie? Wer gewinnt? Natürlich die Piraten. War so klar, weil die Amis, glaube ich, bauen nur Bricks. Also Bricks, Bricks. Ja, da rechts wird hier schon wieder Call of Duty Ghosts Werbung gemacht. Ich muss jetzt endlich mal bei meinen Eltern hier ein bisschen drängen. Weil ich habe am 6. November Geburtstag. Am 5. November kommt wiederum das raus, das Spielchen. Und ja, dementsprechend will ich nicht unbedingt... Oh, natürliche Ursache. Oh nein! Na klar doch. Kurz bevor ich Tripolis angreifen will, verreckt mein General. Vielen Dank. So, richtig geil. Ja. Jetzt wäre sie eigentlich bereit. Jetzt muss sie wiederum noch eine Runde warten. Denn wir müssen den General von hinten vorholen. Ja, du da, du gehst mal hier auf... Die Schiffe, denn... Ah, Portugal haben wir einen neuen Agenten. Naja gut, ist mir eigentlich egal. Trockenlegung mit
Dampfmaschinen. Ja, komischerweise, wir haben die Dampfmaschine noch nicht erfunden, aber wir können bereits sie trockenlegen. Also, damit trockenlegen gewisse Gebiete. Alter! Und schon sind sie glücklich, kaum wird hier, kaum, ja, kaum wird's hier glücklich alles. So, was haben wir denn hier alles? Eisenfabrik, Eisenfabrik, Wasserbetriebene, die da, genau, die des Jesuiten-College, ja, Arbeiterstreik in Griechenland, Handelshafen, Korsika, kommerzieller Hafen, hier Algier, großer Fischereihafen, Algier, kommerzieller Hafen, Algier, ja, ja, passt. Genau, und du da musst jetzt halt da noch irgendwie runterlatschen, ne? Du müsstest jetzt nach Venedig, aber das Problem ist, wir haben kein Durchgangsrecht bei Polen-Litauen und deswegen darf der auch so nicht durch, sonst wäre er in zwei Runden in Venedig. Jetzt müsste er umständlich da rumlaufen, das ist jetzt... Wow, wow, oi, jetzt erwische ich mal hier ganz schnell mein Mikrofon, das passt mir gar nicht. Orléans, macht mal bitte reformierte Marineverwaltung, weil wozu brauche ich die verkürzten Karabiner? Meine Fresse, ich benutze doch eh keine Karabinieri. Na gut, wozu auch immer. Ja, wir bräuchten eigentlich mal ganz kurz Durchgangsrecht, damit der hier hinkommt und das und mit dem Handelsschiff dann den darunter transportiert. Apropos transportieren. Der Agent soll mal bitte hier drauf. Und ja. Wie sieht's denn da aus? Ach, geil. Kriegsmüdigkeit und Bankrott. Geil. Steuerlast, Regierungsform. Ich frag mich, warum die so glücklich sind. Truppen in Garnison, Regierungsmitglieder, ja. Trotzdem, das ist doch krass. Das macht doch einiges aus. Kriegsmüdigkeit, minus 6, Bankrott. Ah, Vorhersage. Aber trotzdem, ihr Wachstum pro Runde. Ja, wir haben sie, würde ich sagen, mal runtergewirtschaftet. Da unten ist ein Hafen in Surt. Und hier können wir halt, ja. Ah, Opernhaus können wir bauen. Etwas Europäisches. Hier haben wir doch dann eigentlich Militärakademie, Hohe Pforte. Ja, hier können wir dann praktisch unseren nächsten Standpunkt aufmachen. Ja, dann brauchen wir hier eine Miliz. Die Frage ist jetzt trotzdem, wir brauchen Militärzugang bei Polen. Für temporär, kurze Zeit. Ja, da, du da, wo ist es denn? Da ist Polen-Litauen. Ey, servus, Alter. Ich brauche mal schnell einen Zugang. Du kriegst auch was dafür. Oh, reformierte. Ah, das machen wir danach. Komm, ich geb dir 3000 für 5 Runden. Kack die Wand an. Was willst du denn? Militärischer Zugang 5 Runden. Dafür kriegst du 10. Komm, gib. Ist mir egal. Ich will da jetzt einfach nur kurz durchlatschen. Mir würden 2 schon reichen. Ich weiß... Hoppala, hier. Jetzt bin ich aber stürmisch heute drauf. Diplomatie. Ich hätte ganz... Ja, Moment mal. Ist Maratenreich. Das hat doch sicherlich ein paar nette... Oh, und was für ein paar nette Technologien die doch haben. Bürgerschaft, Drehmaschine, aber ich habe nur Schrapellladung. Das ist ätzend. Ich habe nichts, was sie nicht haben. Deswegen kann ich nicht zu denen gehen. Das ist ein minimales Problem. Deswegen, ja, die Amis, die haben wahrscheinlich eh nichts. Da hier Technologie, kann ich denen nur geben. Im Krieg mit den Quebecern. Also mit Quebec, Handelspartner, Osmanisches Reich und ich. Ja, super, ganz geil. Schweden, Königin, König, Königin, Sultan, Sultan, was auch immer.
Ja, dieser kleine Mogulbereich, der regt die auf, nicht? Osmanisches Reich ist hier voll dicke mit Maratenreich. Tja, mei. Schweden, Technologien. Reformierte. Ja, mei. Problem ist, die wollen halt meistens irgendein gewährt militärischen Zugang zeitlich unbegrenzt. What the fuck? So, reformierte Karonaden, Marinehospital. Wieso kann ich den jetzt keine jetzt hat? Gucken wir mal noch bei anderen Ländern vorbei. Hier, Russland, komm, kauf. Ihr verkaufsoffener Sonntag. Ja, ich bin halt, was die Marine betrifft, nicht so ganz bei. Ah ja. Technologie? Ja, natürlich. Die dürfen bei mir permanent reinlaufen, oder was? Nix da. Mogulreich. Ja, Maratenreich hätte alles, aber müsste ich. Ja, komm, kauf ich ab. Passt schon. Technologie. Reformierte. Verkürzte. Etzkalk. Wie bin ich eigentlich bei Etzkalk gerade dran? Hat irgendwer Etzkalk? Ja, Marburg. 5 Runden kommt. Die kann man jetzt noch warten. Aber es ist halt einfach auch sonst nicht wirklich was, was ich mir kaufen kann, außer eben die Sachen hier. Also kann ja auch theoretisch zum Schweden oder wer war es da? Genau, kann zum Schweden rennen. Technologie, duck, 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 duck. Dann kriegst du noch das. So, gib. Ach so, ja, Explosions. Ja, meinetwegen. Ja, wurscht. Technologie. So, reformierte Diktator für Keil vom. Ja, passt. Und Gesellschaftsvertrag. Komm, gib! Bedauerlicherweise findet das inakzeptabel, bla 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 bla. Ich will das trotzdem haben, kriegst du Keil vom und 5000 hier. Komm, komm, gib! Ich habe nicht vor, breites Geschehen. Was? Habe ich's jetzt? Nein, natürlich nicht. So ein Scheiß wie. Mal ernsthaft, das war zusätzlich toll. Limonadensaft hier, da. Unterhaltskosten. Lebensmittelkonservierung. Plus 2 Moral. Bramsegel. Kartuschen. Ich will jetzt diese. Da muss ich halt zum Polen rennen. Pole! Gib mir mal. Hast dir schon geklaut, jetzt gib wenigstens her. Vorn- und Vorrücken und Karabiner kriegst du dafür. Inakzeptabel. Alter, was wollen die denn eigentlich alles? Das ist inakzeptabel für mich langsam. Ich will diese Reformierte. Gehabt euch wohl. Na danke. Endlich hat einer nachgegeben. Orléans darf mal hier Kupferbeschläge machen. Das dauert gerade mal 6 Runden. Oh. Naja, aber es kommt weiter. Karonaden. Ja, wäre nicht schlecht, wenn ihr das irgendwie auch noch bekommen würde. Komm. Dann, muss ich nochmal zu den Schweden rennen. Denn die hatten das. Oder zu den Maraten. Mit den Maraten bin ich ja eigentlich auch relativ gehaben zu sprechen. Ja, dann gib mal Karonaden her. Lebensmittelkonservierung wäre natürlich auch geil. Chapelle-Ladung ist was Wertvolles. Gib. Haha, ernsthaft? Geil? Nice. Ich habe den Chapelle gegeben und die haben mir einfach mal 2. So, Lebensmittelkonservierung und... Jawoll. Ermöglicht gezogene Schiffskanone. Ja, toll, was bringt mir das jetzt? Und was sind überhaupt die Karonadenschiffe? So, jetzt, das ist viel Diplomatie in dieser Folge gewesen. Wen das herzlich wenig interessieren hat, tut's mir leid. Ich will mal trotzdem wissen, was Raketen da. Genau, was können die denn? Karonaden sind Kriegsschiffe mit einem Deck und beeindruckender Feuerkraft auf kurze Distanz. Das heißt, wenn ich nah rankomme, war's das für den Gegner. Trotzdem halte ich nicht viel davon, denn ja, wenn man die Gegner auf Distanz halten kann, dann haut das schon ordentlich rein. Gut, ja, da drüben haben wir sogar auch noch Greta, na klar.
Kreta, hier, Heraklion, natürlich. Das gehört ja alles auch noch dazu. Jetzt haben die noch zwei Häfen, den da und den da. Gut, ja, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen noch einen neuen General, genau. Rekrutierung, General, General, hier Leibwache des Generals. Oder haben wir noch irgendwo anders, weil hier ist hier kein Vorteil unbedingt. Kann ich hier einen machen? Leider nicht. Da, 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 da. Ja, das mache ich jetzt noch schnell. So. Ja, ich kann hier sogar eine machen. Nice. Passt. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Runde, beziehungsweise bis morgen zu Empire Total War. Ciao.